Dadurch, dass wir ja die vierte Schicht aufgemacht haben, ist es für uns natürlich erheblich schwieriger geworden, das ganze Familienleben unter einen Hut zu kriegen. Also bei uns muss das so strikt durchgeplant werden. Das ist manchmal sehr anstrengend. Ich habe ja auch einen Kinderwunsch und sollte das klappen mit dem Kind, dann würde ich definitiv auch weiter arbeiten gehen und auch in Schichten arbeiten. Ich wollte aus der Schichtarbeit raus, weil ich Angst hatte, dass mein Sohn Karl sich entfremdet von mir. Ich habe mich niemals als Rabenmutter gefühlt. Meine Tochter hat mal gesagt, sie möchte auch so sein wie ich, auch ihr eigenes Geld verdienen, auf eigenen Füßen stehen. Wir können ja selber jetzt nicht in die Zukunft gucken und sagen, ja, wie wird's für uns? Wie wird das für uns Frauen weiterlaufen? Diese wahnsinnig großen Geräte, auf denen auch wir Frauen arbeiten, die wird es dann nicht mehr geben, das ist richtig. Also ich habe mir damals immer so mit 25 ein Kind gewünscht. Hab zu der Zeit auch nie darüber nachgedacht, ob das mit der Schichtarbeit funktioniert und wie das mal wird in der Schichtarbeit. Maria Blaschke, 31, Sohn Karl, 2 Jahre alt. Nach ihrer Elternzeit hat sie einen Betreuungsplatz bei einer Tagesmutter bekommen und ist sofort wieder arbeiten gegangen. Hallo. Willkommen rein. Ich wollte gefühlt nach einem halben Jahr Elternzeit wollte ich schon wieder auf Arbeit gehen, weil Hausfrau und Mutter ist überhaupt nicht meins. Meine Mutter hat damals immer zu mir gesagt, Maria, du musst auf eigenen Füßen stehen, du musst dein Kind und dich musst du selbst ernähren können und dich nicht abhängig von einem Mann machen. Und damit war für mich das Thema klar gewesen, dass ich immer arbeiten gehen will und ich mein eigenes Geld verdienen will. Vollzeit, wechselnde Schichten. 4 Monate hat sie durchgehalten. Dann wurde es einfach zu viel. Na, bei uns ist es ja so, dass wir am Wochenende auch Schichtarbeit haben. Also Samstag, Sonntag. Da konnte ich das mit meiner Familie nicht vereinbaren. Ich habe Mittag gekocht und musste dann wieder auf Spätschicht gehen. Mein Sohn wurde dann auch immer mehr zum Papakind, wo ich dann 7 Tage Spätschicht hatte. Da war ich als Mama abgeschrieben, da hat mir natürlich das Herz geblutet. Und das wollte ich nicht, nee. Ich wollte halt einfach Mama sein und nicht die Fremde, die die ganze Woche nicht da ist. Was also machen? Den Beruf wechseln? Also ich hatte dann schon eher überlegt, ob ich in die Richtung Büro gehe. Und das wäre mir auch egal gewesen, wo. Maria Blaschke ist im Bergbau geblieben. Von ihren Kollegen wird sie in den Betriebsrat gewählt, arbeitet jetzt am Standort Boxberg als stellvertretende Betriebsratsvorsitzende. Guten Morgen. Ach, danke. Muss ich unterschreiben oder was? Oh je. Okay, ich danke dir. Also das größte Problem, was bei uns jetzt wirklich auf dem Tisch liegt, ist die Schichtumstellung mit der vierten Schicht. Also bei uns fehlen so viele Arbeitnehmer. Wir stellen so viele Leute ungelernt ein. Wir haben Fliesenleger, wir haben Dachdecker, wir haben Maurer, wir haben alles eingestellt, was auf dem Markt verfügbar ist. Aber unsere Arbeitnehmer, die schon, sag ich mal, etwas länger da sind, die sind natürlich auch angenervt deswegen, dass immer wieder neue Leute bei denen auf die Geräte kommen, dann brauchen die erstmal eine Einweisung, brauchen eine Unterrichtung von dem Gerät, weil du kannst ja nicht einfach losschicken und mach mal. Das funktioniert im Bergbau nicht. Das Land braucht Kohle. Deshalb muss in den Tagebauen Nochten und Reichwalde nun in 4 Schichten gearbeitet werden. Kraftwerk Jenschwalde. Aus allen Kühltürmen soll bald schon Wasserdampf kommen. Vorausgesetzt, die Blöcke E und F gehen schnell wieder ans Netz. Verantwortlich dafür Iris Böhm mit ihrem Team. Als Doppelblockleiterin muss sie immer ansprechbar sein, arbeitet deshalb bis zur Netzschaltung ausschließlich in der Tagschicht.
Also Schichtarbeit ist natürlich schon ein harter Tobak, muss ich zugeben. Jetzt, wo ich aus den Schichten raus bin, merkt man erstmal, wie komfortabel das ist. Der Vorteil an Schichtarbeit ist natürlich, man hat mehr Freizeit. Das heißt, man ist auch mal Vormittag für sich. Jetzt aber außerhalb der Schichten zu sein, also Normalschicht zu gehen, man ist fit. Ne? Also die Schichten schlauchen. Und wenn man nur Frühschicht geht, dann ist das natürlich angenehmer, auch vom ganzen Körpergefühl her. Böhmer, hallo. Ja. E0. Ach du Scheiße, okay. Okay, ich komme. Alles klar. Gut, ciao. Okay. David, ich gehe jetzt mal zum 63er, da ist die nächste Leitung gekommen. E0. Leitung gekommen bedeutet nichts Gutes. Irgendwo gibt es ein Leck. Ich hoffe. Ich bin sehr gefährlich, aber. Okay. Was denkst du, wo es gekommen ist? Keine Ahnung. Wir haben ja nun einen Schaden am 63er heißt der bei uns. Das ist ein Behälter, wo sozusagen die Entwässerung alle draufgehen und Sicherheitsabflüsse. Da ist jetzt eine Leitung gekommen. Das bedeutet eben, aufgrund des Druckes und des Dampfes und des Wassers gibt es Schläge in der Leitung, hat Material abgetragen und dann kam eben der Dampf und das Wasser aus der Leitung raus. Damit ist der Zeitplan für die vorgesehene Netzschaltung in Gefahr. Welzo Süd, die Förderbrücke F60. Der Gigant aus Stahl kann bis zu 60 Meter tief im Erdreich arbeiten, daher der Name. Im Leitstand Sibylle Koal. Auf der Brücke ist sie Chefin von 14 Kollegen. Koal, wenn wir vorne sind, keine Wärme schütten. Das macht die Grube. Also ich fahre gerne die Frühschicht an. Erstens vergeht die Zeit relativ schnell, sind viele Kollegen extra an Bord, muss ich mal sagen, von der Mechanik, E-Abteilung und so. Und die Technologen sind auch mit vor Ort. Damit, muss ich mal sagen, ist für mich jetzt, sage ich mal gesehen, das Beste, die Frühschicht. Mahlzeit. 14 Uhr, Schichtwechsel. Na, hallo, hallöchen. Zweimal Hochschnitt, Schwenk, Anfang. Entwässerung habe ich Bescheid gesagt, wegen den Pumpen. Die wissen Bescheid, die melden sich hoffentlich dann nochmal. Ja, Kippe hat Henning angesagt, dass wir keine Vorwärme mehr schütten sollen, sondern nur VK. Ne? Machen wir weiter. Gut, dann ruhig schaffen. Jawohl, schönen Feierabend. Ja, danke schön. Na dann, tschüss. Tschüss. Sibylle Koal feiert bald ihr 40-jähriges Bergmannsjubiläum. Sie ist seit einem Vierteljahrhundert auf der Förderbrücke. In Welzow Süd die einzige Frau im Leitstand. Musik 55 Jahre verheiratet, 2 Kinder. Außer in der Zeit ihrer Babypausen hat sie immer im Schichtsystem gearbeitet. Die Schichtarbeit habe ich in meinem ganzen Leben nie in Frage gestellt, weil ich es wusste, welchen Beruf ich ausübe und das wäre nicht ohne Schichtarbeit gegangen. Mein Mann hat mich auch nie darauf hingewiesen oder bedrängt oder überhaupt mal ein Wort dazu gesagt, das geht so nicht, du musst jetzt Normalschicht machen. Die Familie wohnt in Spremberg. Ihr Mann Frank hat Bergbautechnik studiert und arbeitet in einem großen Ingenieurbüro im Bereich Sicherheitstechnik. Familienarbeit war für das Ehepaar Koal schon immer Gemeinschaftssache. An die Schichten gewinnt man sich, sag ich mal, dass die Frau in Schichten ist. Also das war schon immer so. Und von daher musste eben jeder dann mal die Kinder aus der Schule holen, aus dem Hort holen oder wegschaffen. Wer da war, musste es dann halt machen. Sohn Marcel ist 16 und geht noch zur Schule.
Tochter Isabel hat gerade ihr Studium zur Sozialpädagogin beendet und arbeitet in einer Kita. Ich bin aus der Schule heimgekommen, wusste, diese Woche ist wieder Nachtschicht, Mama schläft, ich muss mich jetzt leise verhalten. Klar unterhält man sich auch mit Freundinnen, wo es jetzt vielleicht anders ist. Die wissen, Mama ist immer da und die macht das Abendbrot. Aber es war ihm einfach Routine, Normalität. Und da ist das so für uns einfach klar gewesen, dass wir uns auf die Schichten so, dass wir da Rücksicht nehmen müssen. Na, erzähl mal, Isabel, was haben wir Schönes? Was erlebt schon im Kindergarten? Ich bin ja jeden Tag spazieren mit der Gruppe. Gehst du? Ja. Also ich habe mich niemals als Rabenmutter gefühlt. Ich denke eher, sie sind stolz darauf. Meine Tochter hat mal gesagt, sie möchte auch so sein wie ich, auch ihr eigenes Geld verdienen, auf eigenen Füßen stehen. Das hat sie mir gleich konsequent gesagt. Sie möchte auch nie vom Mann abhängig sein, unabhängig, dass sie einen Freund hat. Aber sie will unabhängig bleiben als Frau. Und das ist das auch, was ich hatte. Das Interesse der jüngeren Generation ist eigentlich eher verkürzt. Arbeiten, nicht am Wochenende. Die können sich selber zum Teil gar nicht vorstellen, dass sie 8 Stunden und dann noch in Schichten arbeiten. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so darstellbar und vermittelbar. Im Kraftwerk Jenschwalde steht Iris Böhm unter großer Anspannung. Noch ist die Lage unklar. Im Kesselhaus ist eine Leitung gerissen und noch immer suchen sie nach dem Leck. Der Termin für die Netzschaltung der Blöcke E und F ist in Gefahr. Was ist denn das da? Sicherheitsabschluss, Anfallenspanner. Kacke, ey, hier ist Tropfsteinhöhle. Oh, ich geh mal raus hier, das hält's ja nicht aus, ey. Gucke mal bitte Anfallentspanner E1 und E2 in die Bilder rein. Sicherheitsablässe, sind die offen? Mach mal zu. Wir müssen jetzt sozusagen durch Versuch und Irrtum herausfinden, wo das Leck ist. Das heißt, wir fahren die Schieber auf und fahren die Schieber wieder zu. Und dann gucken wir eben, wird es stärker, wird es schwächer. Und so tun wir quasi die Fehler ausschließen. Welchen hat er zugefahren? Welchen hast du denn jetzt zugefahren? Am E2. Ja, und jetzt hat es aufgehört zu fauchen. Also spielt jetzt keine Rolle, ob es Leitung oder Armatur ist. Raus muss sowieso alles. Ja. Mach vorsichtig. Boah, leck mir am Arsch. So ein Scheißendreck hier. Wir werden jetzt tot machen. Dann gucken, wo es kaputt ist, wie viel kaputt ist, Material reinschaffen, reparieren und dann geht's von neuem los. Das heißt natürlich, wir versuchen alles, was geht, aber der Zeitplan wird sich jetzt verschieben. Tagebaue Nochten und Reichwalde. Betriebsratmitglied Maria Blaschke ist in der Grube am sogenannten Mutti-Bagger verabredet. Das ist ein Schichtprojekt bei uns, wo die alleinerziehenden Muttis bzw. auch die Väter Teilzeit arbeiten gehen können. Die fangen dann später an, um das Kind in die Kita oder Schule zu bringen. Der Mutti-Bagger muss wie alle Tagebaugeräte rund um die Uhr laufen. Die Baggerfahrer werden hier so eingeteilt, dass Alleinerziehende in der Tagschicht verkürzt arbeiten können. Maria Blaschke trifft Caroline Wussock. Sie ist auf ihre Teilzeitstelle angewiesen. Guten Morgen, Caro. Guten Morgen, alles Maria. Klar? Ja, ich finde das toll, dass das heute geklappt hat. Und zwar geht es darum, mein Teilzeitvertrag läuft Ende des Jahres aus. Und ich habe jetzt nun doch echt Bedenken durch das Vierschichtsystem, dass ich jetzt in Vollschicht vierschichtig gehen muss. Wird der Vertrag nicht verlängert, muss sie sich eine andere Arbeit suchen. Nee, also die Lage ist zwar sehr brisant mit den Arbeitskräften bei uns, aber ich denke, du hast ja auch eine Begründung. Ich kann dir anbieten, dass ich zum Gespräch einfach mitkomme und dass wir das einfach noch mal auf den Tisch legen.
Rund 7000 Beschäftigte hat die LEAG, davon 1255 Frauen, von denen 295 in Teilzeit arbeiten. Im Betriebsrat setzt sich Maria besonders für die Interessen ihrer Kolleginnen ein. Das ist kompliziert. Also ich habe ja 10 Jahre war ich in der Produktion gewesen. Da hat man sich schon darüber aufgeregt, warum der Betriebsrat nicht einfach mal dort eine Faust auf den Tisch haut, sag ich mal. Man kriegt hier nur ein Wochenende. Aber jetzt sehe ich halt auch die Arbeitgeberseite. Bei uns fehlen so viele Arbeitskräfte, dass das manchmal gar nicht machbar ist, dass man jemanden 2 Wochenenden gewähren kann. Für die Bergleute da sein, gleichzeitig die Ziele des Unternehmens nicht aus dem Blick verlieren. Das ist die Herausforderung für Maria. Im Kraftwerk Jenschwalde muss Iris Böhm die Havarie managen. Bis zur Netzschaltung der Blöcke E und F bleibt nicht viel Zeit. Wird der Termin zu halten sein? Sprechen wir zum Feierabend noch. Okay. Hast du das sehen können? Jetzt, oder? Es war schon alles abisoliert, also es ist Altläden. Hätten sie vielleicht, na, schade. Ja, wird untergehen sehen. Aber gut, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir alles retour machen. Wir werden jetzt den E2 genauso hinstellen, wie wir den E1 hingestellt haben. Genau. Gut. Dann Eco-Eintritte zu. Ja, genau. Fischis zu. Sattwasser zu. 2018 wurde beschlossen, Werk 3 mit den Blöcken E und F muss außer Betrieb gehen. Nun soll es wieder hochgefahren werden. Ja, Iris, komm mal bitte auf die Blockpforte. Danke. Man fühlt sich natürlich als Spielball der Politik, weil man hat sich jetzt erstmal darauf eingestellt gehabt, seelisch und moralisch, dass wir aus der Kohle aussteigen. Jeder hatte schon so seinen Werdegang. Wir haben uns schon mit den Gedanken angefreundet, okay, dann gehen wir in die Müllverbrennungsanlage, die im Kraftwerk Jenschwalde entstehen soll, oder in das neue Hybridkraftwerk, was in Planung ist. Und plötzlich heißt es wieder komplett Rolle rückwärts und wir fahren das Werk 3 an und wir halten erstmal bis März 2024 das Werk 3 in Betrieb und dann schauen wir weiter. Das heißt, man kann eigentlich nicht wirklich in die Zukunft schauen und fest mit irgendwas planen. Der Arbeitsweg von Maria Blaschke. 1,5 Stunden hin und zurück. Sie arbeitet Vollzeit und beginnt bereits um 6 Uhr morgens, damit sie ihren Sohn pünktlich bei der Tagesmutter abholen kann. Ach, na, guck mal, wie war. Na, hallo, Schatzi. Mama. Hallo. Ich bin schon ganz schön kaputt, ja. Also so ein ganzer Tag, der schlaucht schon ganz schön. Manchmal wünsche ich mir schon die Schichten wieder zurück. Gerade so in der Spätschicht, da könnte ich dann doch auch mal ein bisschen länger schlafen oder könnte meine ganzen Termine vormittags machen. Das habe ich jetzt alles nicht mehr. Seit sein Sohn Karl auf der Welt ist, hat Christian Kühn den Job als Lkw-Fahrer aufgegeben. Früher ging es für ihn durch halb Europa. Nun arbeitet er bei den Wasserwerken. Der Job als Lkw-Fahrer hat wirklich Spaß gemacht. Ich würde es auch heute noch tun, weil man hat wirklich viel gesehen, Seiten gesehen von der Welt, die man so nicht sieht. Aber es stand ja einfach die Frage im Raum, will man das Kind aufwachsen sehen oder will man es nicht aufwachsen sehen? Beziehungsweise reicht bei dem nächsten Arbeitsplatz das Geld oder reicht es halt einfach nicht? Das ist ja dann, das muss man ja mittlerweile auch so abwägen. Aber wenn ich jetzt nach Arbeit nach Hause komme, sehe ich ja immer ein Zwerg. Also von daher muss ich für mich sagen, die eine Seite hat Spaß gemacht, aber die andere Seite ist schöner. Jeden Morgen bringt er seinen Sohn zur Tagesmutter, damit Maria pünktlich mit ihrer Arbeit beginnen kann. Arbeiten beide mal länger oder hat Maria auswärts Termine, springen die Großeltern ein. Ohne diese Unterstützung würde es nicht funktionieren. Als sie sich damals entschieden hat, in der Kohle zu arbeiten, waren wir sehr stolz auf sie. Ja, weil wirklich als Frau einen Männerberuf zu gehen, das ist schon nicht ohne. Also deshalb haben wir auch gesagt, mach, wir unterstützen dich.
Im sächsischen Triebendorf geht's für Caro und David Kliemann mit ihrer Tochter zu den Großeltern. Die beiden haben Nachtschicht. Deshalb wird die fünfjährige Nora bei Oma und Opa übernachten. Dadurch, dass wir die vierte Schicht aufgemacht haben, dass wir nur kontinuierlich rund um die Uhr 24/7 die Woche die Kohle fahren können, ist es für uns natürlich erheblich schwieriger geworden, das ganze Familienleben unter einen Hut zu kriegen. Also bei uns muss das so strikt durchgeplant werden. Das ist manchmal sehr anstrengend. Meistens bei Spätschicht und Frühschicht ist meine Mutter hier. Und zu den Schwiegereltern geht Nora meistens die ganzen Wochenenden und die Nachtschichten. Hallo, hallo. Guten Abend. Na, kommt rein. Anhand von Caros Schichtplan wird Noras Betreuung penibel mit den Großeltern geplant. Die sind schon im Ruhestand, das macht die Sache einfacher. Kann ich euch helfen? Ja. Was soll ich denn machen? Die Eier machen wir. Die Eier kommen jetzt rein? Bis zur Geburt ihrer drei Söhne hat Sabine Kliemann auch in der Kohle gearbeitet. Also ich hatte die Unterstützung nicht, muss ich sagen, von meiner Mutter oder von niemandem. Ich bin eigentlich auch klargekommen. Klar ist die Belastung groß, wenn sie in Schichten gehen. Das ist selbstverständlich. Ne? Ich habe mir schon immer Enkelkinder gewünscht. Und da haben wir gesagt, wenn wir welche haben, dann unterstützen wir auch unsere Kinder. Und das machen wir auch vom anderen Sohn. Und ich finde es eigentlich nie anstrengend. Trotz der liebevollen Großeltern spürt Caro, dass ihre Tochter Mama und Papa vermisst. Ja, ich finde, sie merkt es schon. Sie fragt dann auch, müsst ihr denn schon wieder arbeiten gehen? Und wann habt ihr denn mal wieder frei? Dann versuchen wir, ihr das zu erklären. Caro und ihr Mann werden Nora am nächsten Tag aus der Kita wieder abholen. 3 Stunden später. Ihre Nachtschicht beginnt um 21.45 Uhr. Ich habe sehr oft ein schlechtes Gewissen, weil ich manchmal denke, durch unsere viele Arbeit haben wir einfach nicht so die Zeit. Wenn ich dann andere Mütter sehe oder im Kindergarten gerade die Mamas, wo man weiß, die sind jedes Wochenende zu Hause. Die haben eine geregelte Arbeit von Montag bis Freitag, von früh bis Nachmittag. Ich würde mir das auch wünschen. Aber andersrum, wenn ich dann arbeiten gehe, dann weiß ich, warum ich das mache. Ich mache es halt einfach gerne. Caro Kliemann ist eine von 1.255 Frauen bei der LEAG. 923 arbeiten in Normalschicht, 332 in Schichten. Also jede vierte. Christine Schreiber lebt mit ihrem Mann Robert in Hoyerswerda. Wie Caro hat auch sie gerade 7 Tage Nachtschicht hinter sich. Das ist anstrengend, ja, auch für den Körper. Ich kann dann auch nicht so gut schlafen über den Tag. Aber es gehört nun mal dazu. Noch mehr? Warte mal kurz. Also wenn die Christine von der Schicht kommt, versuche ich, alles das zu erledigen, was sie nicht in ihrem Schlafrhythmus stört. Und alles, was so ohne laute Maschinen funktionieren. Ich versuche ihr natürlich, soweit es geht, entgegenzukommen. Robert Schreiber ist Rettungssanitäter, arbeitet in Tagesschicht. Er ist der konstante Teil der Beziehung. Ihr gemeinsames Leben richtet sich nach dem Schichtplan von Christine. Dass sie durch ihre Arbeit mehr Geld nach Hause bringt, honoriert er mit großem Respekt. Also ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ohne die Leistung meiner Frau unser Leben, unser Grundstück nicht möglich wäre. Und wenn ich jetzt hier auf Ego machen würde, ich müsste am meisten verdienen, die Frau richtet sich nach mir, würde ich nicht so ein Grundstück haben. Ich habe ja auch einen Kinderwunsch und sollte das klappen mit dem Kind, dann würde ich definitiv auch weiter arbeiten gehen und auch in Schichten arbeiten. Bei uns gab es einfach nicht, dass die Frau nur zu Hause war als Hausfrau. Also meine Mama war immer arbeiten gewesen, auch meine Oma. Und deswegen will man natürlich auch selber irgendwo in diese Fußstapfen treten und auch selber arbeiten gehen. Also für mich ist es wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn ich zur Spätschicht fahre,
Dann fahre ich so in etwa so kurz vor 13 Uhr mit dem Fahrrad los. Dann ziehen wir uns in unser Umkleide. Wir sagen ja dazu bergmännisch Kauer, ziehen wir uns um. Dann warten wir auf unseren Steiger, machen unsere Einteilung. Also er sagt uns, wo wir eingesetzt sind, was wir tun und machen. Und danach fahren wir dann mit den Fahrzeugen raus in den Tagebau. Silke Butzlaff ist fast 40 Jahre im Bergbau, eine erfahrene Baggerführerin. Jetzt mit 55 muss sie noch mal umlernen. Auf dem neuen Kohleumschlagplatz steht schon ihr neues Arbeitsgerät, ein größerer, viel modernerer Bagger. Das gigantische Gerät wurde extra für den neuen Standort gebaut und ist noch im Probebetrieb. Also ich bin schon sehr aufgeregt, was das neue Gerät betrifft. Er ist ein komplett anderer Bagger. Und das ist ein kombinierter. Also wir können mit diesem Gerät zwei Arbeitsschritte ausführen. Entweder wir halten die Kohle auf, also wir schütten sie auf, oder wir baggern sie raus. Und das ist halt eine komplett neue Technik. Ich muss praktisch meine Berufserfahrung, die ich jetzt seit 22 Jahren mit meinem Bagger habe, die kann ich komplett über Bord schmeißen und muss komplett neu umdenken. Also ich habe da schon riesen Respekt vor. Gut, Steffen, wenn du willst, kannst du die Kontrolle machen gehen. Und wenn du dann nachher kommst, dann bräuchte ich da noch mal ein paar Erklärungen und ein bisschen was von deiner Erfahrung mit dem Gerät. Es ist kein Eimerkettenbagger mehr, er hat ein Schaufelrad. Und das ist für mich natürlich eine ganz neue Arbeitsweise, in die ich mich erstmal reinfinden muss. Das Gerät ist schwenkbar, also wir können mit dem Gerät schwenken. Wir haben hier in dem neuen Kohlelagerplatz, wir haben zwei Halden. Das heißt, wir müssen mit dem Gerät von Halde A in Halde B. Dann muss ich über die Anlage schwenken. Da muss ich mich dran gewöhnen. Ja, und das braucht so ein bisschen Zeit. Meter lang und 30 Meter hoch. Der Schwenkarm reicht über eine Distanz von 80 Meter. Obwohl der Kohleausstieg beschlossene Sache ist, hat das Unternehmen noch mal kräftig investiert. Mehr als 12 Millionen Euro. Es ist schon eine irre Geschichte. Auf der einen Seite war ja gesagt, der Kohleausstieg kommt. Und es wurde ja auch viel an Personal, ist ja dann hier auch gegangen. Die jungen Leute sind zur Bahn gewechselt oder haben sich selber gekümmert, weil ja keine Perspektive mehr gesehen wurde. Dann kam natürlich die Energiekrise. Es wurde alles wieder hochgefahren. Wir können ja selber jetzt nicht in die Zukunft gucken und sagen, ja, wie wird's für uns? Wie wird das für uns Frauen weiterlaufen? Diese wahnsinnig großen Geräte, auf denen auch wir Frauen arbeiten, die wird es dann nicht mehr geben, das ist richtig. Diese Arbeitskultur ist dann wirklich vorbei. In den Gruben wird rund um die Uhr gebaggert. Im Kraftwerk kämpft Iris Böhm jeden Tag mit neuen Problemen. Wenn wir den Zeitplan nicht halten können, bedeutet das, dass wir den Strom später auf den Markt bringen. Wir sehen natürlich, je mehr Kraftwerksblöcke wieder in Betrieb gehen, desto weiter fällt der Strompreis. Also der Druck momentan ist sehr groß.